Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer Art Vlog. Und zwar, ja, gibt es so ein paar Themen in den letzten Wochen, die mich immer mal wieder ein bisschen zum Aufregen bringen. Also ich bin ja kein Mensch, der irgendwie sagen würde, es gibt Dinge, die ich hasse. Vielleicht Krieg oder sowas, ja, aber ne, so ein starkes negatives Gefühl kenne ich eigentlich nicht. Und aufregen ist eigentlich auch schon zu viel gesagt, aber es gibt so ein paar Dinge in der Buchwelt, egal ob bei Booktubern, bei Lesern, bei ja, Zuschauern, bei Freunden von mir, Bekannten von mir, Arbeitskollegen von mir, also bunt gefächert sozusagen Dinge, wo ich immer mal so innehalte und denke, hä? Und ich habe das in den letzten Wochen so ein bisschen an mir beobachtet, wann immer so dieser Hä-Moment sozusagen kommt. Und ich darüber nachgedacht habe und jetzt einfach überlegt habe, daraus einfach mal ein Video zu machen, um einfach mal zu hören, ob bei anderen auch einen Hä-Moment gibt. Also es ist ein total egoistisches Video sozusagen, weil ich einfach hören will, dass ich nicht alleine mit meinen Gedanken bin. Und ich weiß, dass ich das nicht bin, also mit lieben Freunden habe ich mich da auch schon ausgetauscht und ja, aber es gibt einfach so ein paar Dinge, die mich wundern, die mich nachdenklich stimmen und wo irgendwie 5 Fragezeichen in meinem Kopf sind. Und da ist es, wie gesagt, total egal, ob es andere Booktuber sind, ob es Zuschauer sind, ob es durch Kommentare kommt oder ob es eben der Austausch im Privaten ist mit Arbeitskollegen, Freunden und Bekannten. Da ist wirklich jetzt alles bunt gemischt und ich glaube, man erkennt auch am Thema, wo es so ein bisschen, in welchem Bereich es wahrscheinlich eher so auftritt. Ja. Ich möchte aber vorneweg sagen, es soll sich keiner irgendwie angegriffen fühlen, dass, wenn er zum Beispiel solche Floskeln manchmal selbst verwendet, aber vielleicht regt es einfach mal zum Nachdenken an, wie ich das so empfinde, wenn ich dann gegebenenfalls auch mal Zuschauer bei anderen Booktubern bin und oder auch bei Blogs oder irgendwie so. Also ja, versucht das mal ganz neutral mit meinen Gedankengängen euch anzuhören. Und ich denke, wir starten einfach mal mit dem ersten. Was mich immer wieder wundert, ist, dass Leute Bücher kaufen, lesen, wo sie von vornherein eigentlich wissen, dass es ihnen nicht gefällt und sie das dann auch noch sagen. Also das ist tatsächlich so, als würde ich mir jetzt Shades of Grey zulegen, wo ich einfach von vornherein erahne, dass es nicht mein Buch ist, weil ich schon so viele Rezensionen dazu gesehen und gelesen habe, dann in meiner Rezension sage, ja, mir war ja klar, dass es mir nicht gefällt. Da frage ich mich immer, warum wurde das Buch überhaupt gekauft? Das Gleiche gilt so ein bisschen auch für das Genre. Wenn ich weiß, ich mag keinen Krimi, weil ich schon 3 Krimi probiert habe und weiß eben, das ist nicht mein Fall. Warum lese ich denn dann immer wieder in einem Genre, das mir nicht gefällt? Und ich finde, diese beiden, ja, Titel kann man so ein bisschen, oder Überschriften, Gedankengänge kann man zusammenfassen. Das verwundert mich persönlich immer wieder, warum Leute zu Büchern greifen, wo sie von vornherein eigentlich das Gefühl haben, das wird mir nicht gefallen, weil, und sogar ein Grund gefunden wird, warum es ihnen nicht gefällt. Also wenn ich jetzt das Buch von meinem Lieblingsautor lese, wo mir 10 Bücher gefallen haben und bei dem 11. sage ich, oh, ich bin total überrascht, dass es mir nicht gefällt, ist das was ganz anderes, als wenn ich schon ein Buch mir zulege, wo ich weiß, es ist einfach gar nicht mein Thema. Und das ist so, wo ich mir denke, warum? Warum kaufe ich mir dann bewusst dieses Buch, wo ich doch weiß, es wird mir nicht gefallen? Dann lasse ich es doch einfach. Warum vergeude ich wertvolle Lesezeit mit einem Buch, wo mir von vornherein klar ist, dass es mir nicht gefallen wird? Ja, jetzt kann man argumentieren, man wollte es vielleicht probieren, um vielleicht dem Genre eine Chance zu geben oder dem Thema oder wie auch immer. Bin ich absolut dabei, man findet da durchaus auch Buchschätze. Aber, und sind wir mal ganz ehrlich, mit dem Alter, ich sag mal ab einem gewissen Alter, wenn man schon ein paar genügend Bücher gelesen hat sozusagen, weiß man doch, in welche Richtung man tendiert als Leser. Und ich kann das einfach nicht verstehen. Und ich mag es dann einfach nicht, wenn mir Leute erzählen. Ich habe zum Beispiel auch eine gute Bekannte, die mir dann immer wieder von irgendwelchen Büchern erst vorschwärmt. Oh, ich habe das gekauft und ich habe das und das darüber gehört und bla bla bla. Und willst du es haben? Und man dann so stockt und sich denkt,
Wieso willst du es denn hergeben, wenn du gerade geschwärmt hast? Ja, mir hat es nicht gefallen. Es war auch eigentlich klar. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf kam, dass mir das gefallen könnte. Und ja, von dem Genre, von dem Autor habe ich schon was gelesen. Irgendwie war das alles nicht meins. Und dann stehst du, also ich, immer so da und denk mir, hä? Das sind diese Momente, die ich mit hä eben meine, weil ich das nicht greifen kann, warum man das tut. Wie gesagt, klar, wenn man das nochmal ausprobieren möchte, dem Genre vielleicht eine Chance geben will oder was auch immer, oder man bekommt ja auch manchmal Bücher geschenkt, die nicht dem entsprechen, was man selbst liest, dann liest man es vielleicht auch einfach, um zu sagen, Mensch, was hat mir der andere vielleicht Gutes tun wollen? Na, das sind alles andere Beweggründe. Aber wenn ich in ein Geschäft gehe und mir ein Buch kaufe oder im Internet bestelle, wo ich eigentlich weiß, es gefällt mir nicht, da fehlen mir irgendwie wahrscheinlich 5 Fragezeichen fallen mir da einfach im Kopf ein, weil das würde mir nie einfallen. Ich würde mir, glaube ich, wirklich nie ein Buch, wie gesagt, Shades of Grey war das praktischste Beispiel. Das war eine Fanfiction ja irgendwie von Twilight. Und nachdem ich habe Twilight-Reihe damals verschlungen, ich habe die Bücher geliebt, die Filme haben für mich viel kaputt gemacht. Aber als ich dann hörte, es ist eine Fanfiction und irgendwie dachte ich schon, will ich mir das wirklich geben? Dann kam ja all das noch so drumrum heraus und dann war es für mich eigentlich, nee, ich weiß, das wird mir nicht gefallen und ich habe es bis heute nicht gelesen. Manche Rezensionen geben mir recht, andere finden die Bücher klasse. Ich meine, nicht umsonst hat sich das millionenfach verkauft. Aber das wäre nie ein Buch gewesen, zu dem ich gegriffen hätte. Und so gibt es eben auch diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Halsbeißer-Bücher, also diese ganzen, wie nennt man die, diese ganzen extrem kitschigen Liebesromane, wo man diese Cover hat, wisst ihr schon, wo die Frau so dranhängt und der Kerl meistens oben ohne. Das ist einfach überhaupt nichts für mich und da würde ich nie hingreifen, weil ich einfach weiß, es würde mir nicht gefallen. Das ist natürlich so, dass es anderen gefällt und das steht dann auch jedem frei. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Es geht jetzt nicht um darum, was ich nicht lesen würde, sondern dass ich nicht verstehe, dass andere eigentlich wissen, ihnen gefällt was nicht und sie lesen es. Und das ist bei mir immer, hä? Und 5 Fragezeichen, weil ich es überhaupt nicht verstehe. Ähnlich geht es mir so, wenn ich gerade bei Rezensionen dann höre, das ist jetzt schon das 4. Buch des Autoren, das mir nicht gefallen hat. Das ja, gibt bei mir das Gefühl, ja, jetzt hast du im Grunde dem Autor die 4. Chance gegeben und dir haben die anderen 3 auch nicht gefallen. Verstehe ich nicht. Also, es gibt ja auch Autoren, wo zum Beispiel 3 Bücher da sind. Das 1. war genial, das 2. war leider nicht gut und beim 3. sagt man sich vielleicht dann, oh, ich gucke jetzt mal, ob ich dem noch eine Chance gebe. Ja, es kann ja ein guter Tag beim Autor gewesen sein, ein schlechter Tag. Und jetzt kommt wieder ein guter. Das lasse ich mir alles so ein bisschen eingehen. Aber wenn mir jemand erzählt, es ist jetzt das 4. Buch von dem Autor, das er gelesen hat, und ihm hat keins der 4 gefallen, warum liest man dann 4 Bücher? Also das ist mir einfach so ein absolutes Rätsel, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Also wenn ich einen Autor geil finde, wenn das 1. Buch mich absolut begeistert, dann gucke ich mich natürlich um nach den anderen Büchern von dem Autor und versuche so viel wie möglich von dem zu lesen und zu verschlingen. Sollte wirklich nur das 1. genial gewesen sein und ich merke beim 2., vielleicht höchstens dem 3., dann höre ich irgendwie auf. Ich verstehe nicht, warum manche teilweise sogar noch mehr als 4 Bücher haben von einem Autor und zu allen sagen würden, nee, also eigentlich ist es nicht mein Fall. Und es gibt dann auch keine logische Erklärung, warum sie es gelesen haben oder warum sie die im Regal stehen haben. Also wenn mir dann noch jemand sagt, na, ich habe die geschenkt bekommen von einer Freundin, die wollte die 10 Bücher von dem wegwerfen, ich habe die ihr abgenommen, dann ist das wieder was anderes. Aber ich meine, diese Floskel kennen ja bestimmt dann auch einige von euch, die dann eben das einfach so anwenden. Das ist ganz egal, ob es Booktuber-Kollegen sind oder tatsächlich im wahren Leben. Das finde ich unglaublich erschreckend, dass man da nicht irgendwie vielleicht einfach zu einem anderen Autor gegriffen hat. Also ich habe eine sehr beschränkte Lesezeit und die möchte ich mit guten Büchern füllen und mit wertvollen Büchern. Das gelingt mir natürlich nicht immer, weil nicht jedes Buch kann ein Juwel sein. Aber wenn mir ein Autor schon, ich sag mal, wirklich beim 2. Buch nicht zusagt, warum dann noch ein 4. lesen? Vielleicht kann das jemand logisch erklären, wie gesagt, daher auch ein bisschen diese Diskussionsanregung hier mit diesem Vlog. Vielleicht gibt es dafür etwas Verständliches, was mir bis jetzt noch nicht eingefallen ist, was mir auch noch keiner erklären konnte. Vielleicht seid ihr auch genauso ein Leser und könnt mir erklären, warum ihr das tut. Also würde ich wirklich sehr willkommen heißen und lasse mich gerne davon überzeugen, dass es dann durchaus Sinn macht. Für mich macht es einfach gar keinen Sinn. Das nächste, was ich immer mal wieder beobachte, sind, dass man sich für seinen Buchgeschmack schämt.
Also es gibt ganz oft so diese Aussagen, ja, ich lese aktuell nur seichte Frauenromane und es tut mir auch leid, ich weiß, ich müsste was anderes lesen. Oder, oh, ich stehe total auf Jugendbücher, aber mit meinen 40 Jahren müsste ich eigentlich jetzt zur Erwachsenenliteratur greifen. Ja, ich weiß, es ist schon irgendwie peinlich, aber warum? Warum ist einem das, was man liest und was man mag und woran das Herz hängt, peinlich? Also das ist mir total schleierhaft, warum man irgendwie vielleicht sogar noch das Alter damit expliziert, dass man irgendwie sagt, mit 40 muss ich jetzt Klassiker lieben. Oder ich weiß nicht, oder warum man überhaupt auf die Idee kommt, dass man irgendein Buch irgendwie wann gelesen haben muss oder einem Genre dann irgendwie den Rücken kehren muss, obwohl es einen begeistert. Wenn, wie ich, Anfang 30, ich finde Jugendbücher nach wie vor toll. Es gibt unglaublich tolle Jugendbücher, die so viel Kraft haben, dass sie einen einfach mitreißen und einen mitnehmen. Das schaffen manche Bücher, die vielleicht dann wieder für meine Zielgruppe sind, bei mir halt nicht. Woran es auch immer liegt. Oder ich, wenn dran denke, meinen Herr der Ringe habe ich mit 13 Jahren gelesen. Das war in der Schule. Ich hatte einen tollen Deutschlehrer, der uns diese Fantasy-Welt näher gebracht hat und das ja mich dann auf Herr der Ringe gebracht hat. Und ich habe in den, sag mal, von 13 bis 20 unglaublich viel High Fantasy gelesen. Da würde mancher noch sagen, das ist überhaupt nicht ihrem Alter entsprechend. Und wie konnte einer 13-Jährigen Herr der Ringe gefallen? Hat sich überhaupt schon begriffen? Wahrscheinlich nicht, deswegen habe ich es dann auch noch dreimal weiter in meinem Leben gelesen. Oder als ich dann meine Phasen hatte und Klassiker gelesen habe. Ich glaube, Shakespeare habe ich kurz nach meinem Schulabschluss angefangen in der Ausbildung. Da war ich 16, 17, 18, da habe ich alle möglichen Shakespeare-Bücher verschlungen, weil die gerade in der Bücherei alle verfügbar waren. Oder auch sonstige Klassiker. Ich habe die schon relativ früh im Grunde in meinem Leben gelesen und vielleicht hängt das jetzt auch damit zusammen, dass ich jetzt eben mit Anfang 30 oder auch schon mit Ende 20 dann Jugendbücher auf einmal wieder toll fand. Ich verstehe nicht, warum man sich für irgendetwas, was man liest, schämen sollte oder was man toll findet. Wenn man das toll findet, dafür Leidenschaft hergeben kann, sich begeistern kann, dann ist das doch bei weitem nichts Verkehrtes. Und ich kann es eigentlich nicht mehr hören, dass sich jemand für seinen Buchgeschmack irgendwie entschuldigt. Ich lasse es vielleicht noch bei Shades of Grey Lesern zu, dass die sich entschuldigen. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist so total abstrus. Wenn mir was gefällt, dann entschuldige ich mich doch nicht dafür. Und wenn mich was begeistern kann und das andere vielleicht langweilig finden, dann entschuldige ich mich auch nicht dafür, dass ich die Langeweile mit meinem ständigen über Game of Thrones Gerede aktuell. Da muss mein Freundeskreis auch herhalten, obwohl es die, glaube ich, gar nicht groß interessiert. Da bin ich dann froh, dass es andere Leute gibt, denen ich davon erzählen kann. Also vielleicht nicht im privaten Bereich. Und das ist so, wo ich denke, ja, die müssen sich trotzdem anhören. Und ich würde mich bei keinem entschuldigen, dass ich ihn damit langweile oder mich dafür ja, dass ich vielleicht auf diese irgendwie kuriose Welt um Westeros, die George R. R. Martin erfunden hat, dass ich darauf stehe. Oder ich entschuldige mich auch nicht, dass ich Shakespeare toll finde oder dass ich die Zeitreisenreihe, die Edelsteinreihe von Kerstin Giert toll fand oder dass ich immer noch in der Dystopie stecke, in dieser Phase, die schon vor 2 Jahren totgeredet war. Ich aber nach wie vor unglaublich gerne diese Science-Fiction mit etwas düsterem Ausgang lese und Filme dazu gucke, würde ich mich nie entschuldigen. Ich liebe das, was ich liebe. Und ich erwarte auch nicht, dass sich andere dafür entschuldigen, dass sie dann zum Beispiel Krimis toll finden. Oder, ja, wie gesagt, diese absoluten kitschigen Nicholas Sparks Bücher meinetwegen. Warum entschuldigt man sich für seinen Buchgeschmack? Das kann ich nicht mehr hören und finde es total unnötig. Und das passiert auch immer mal unter meinen Kommentaren, dass jemand sagt, hey, das und das Buch klingt aber toll, aber zurzeit stecke ich in der und der Phase und ich weiß, es ist irgendwie doof und ich sollte, und dann schon allein, ich sollte eigentlich was anderes lesen. Nein, jeder soll das lesen, was er will. Und wenn mir jetzt nach kitschigen Nicholas Sparks Büchern ist, dann entschuldige ich mich dafür auch nicht. Diese Phase haben wir alle mal. Davon gehe ich jetzt einfach aus. Verstehe ich nicht. Also, es gibt keine peinlichen Bücher, es gibt kein peinliches Genre und jeder soll einfach das lesen und auch dann irgendwie dazu stehen. Und dieses dann entschuldigen und schämen und dann gibt es ja noch Leute, die sich da fremdschämen, die dann darauf reagieren, oh, der und der fand das toll. Also, das ist schon komisch, dass dem das gefallen hat. Das geht, ihr merkt schon, das regt mich wirklich sehr, sehr auf, dieses Thema. Ja, nächster Punkt, der mir so ein bisschen eingefallen ist, ist, dass es Leute im Grunde verurteilen, wenn man ein Buch nochmal liest.
Also das passiert gerade oftmals unter meinen Bücherwochen, wenn ich dann von einem Reread erzähle, also ein wiedergelesenes Buch und dann, ja, du hast so viele Bücher auf dem Sub, warum greifst du denn zu dem Buch und liest dann das, das du schon kennst, nochmal? Oder wo mich dann auch Leute fragen, ach, eigentlich war das toll, meinst du, ich soll das nochmal lesen? Hä? Warum nicht? Also das ist mit diesen Rereads, da scheitern sich ja eh die Geister. Und weiß nicht, es gab irgendwo mal so einen Satz, warum ein Buch, das einem gefallen hat, nicht nochmal lesen. Das wäre ja so, als würde man einen liebgewonnenen Freund nach dem ersten Treffen nicht wiedersehen wollen. Und genau so sehe ich es auch. Wenn mir nach einer Geschichte ist, die ich schon kenne und die ich liebe, warum sollte ich sie dann nicht mehr lesen? Verstehe ich nicht. Warum haben wir dann alle Bücher im Regal, die wir schon gelesen haben? Für was heben wir die denn auf? Das ist doch gerade das, dass man seine Lieblingsstücke greifbar hat, wenn einen die Lust nach dieser Geschichte überkommt, dass man nur hinzugreifen braucht und es sich herauspickt. Also es gibt natürlich auch Bücher, klar, wir haben, glaube ich, alle einen gewissen Sub und es gibt auch Bücher, die vielleicht man nie wieder liest, aber die trotzdem ein Highlight waren, das gibt es alles. Aber gerade für solche Momente hebt man die doch auf, dass man einfach sagt, diese Geschichte hat etwas Besonderes in mir bewirkt und ich möchte die sehen, ich möchte die um mich haben, ich möchte die Atmosphäre behalten, die mir dieses Buch damals geschenkt hat. Und ich habe schon so viele Bücher gereadet, da gab es dieses Wort noch gar nicht. Also wirklich angefangen von der Herr der Ringe, weiter über Harry Potter, die Edelsteinreihe, die Chroniken der Unterwelt. Es gibt so viele Bücher, die ich immer und immer wieder lese und gelesen habe. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Jetzt aktuell, letzten Monat habe ich ein ganzes halbes Jahr nochmal gelesen, bevor es ins Kino geht. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall nochmal Inferno von Dan Brown lesen, weil dann eben auch der Film dazu herauskommt. Warum sollte man das nicht tun? Natürlich gibt es bestimmt bei Thrillern zum Beispiel ist es vielleicht blöd, wenn man das Ende kennt, dann liest man das Buch natürlich anders. Da würde man sich dann wieder wünschen, das Buch nochmal zum ersten Mal zu lesen. Dazu könnte man gegebenenfalls nochmal ein eigenes Video machen, aber ich verstehe gar nicht, warum man oder wer das in die Welt gesetzt hat und gesagt hat, man darf Bücher nur einmal lesen. Also Leute, wenn euch nach einer Geschichte ist, die ihr schon kennt, greift zu, es gibt doch nichts Schöneres, als nochmal in diese Welt einzutauchen und sie vielleicht jetzt mit anderen Augen zu sehen. Oder das Gleiche gilt ja auch für Serien oder Filme, die guckt man doch auch nicht nur einmal. Und da findet es komischerweise, habe ich zumindest das Gefühl, keiner verwerflich, wenn jemand zum 20. Mal Dirty Dancing oder Pretty Woman im Fernsehen guckt. Wenn ich aber zum 3. Mal zu einem Buch greife, werde ich irgendwie schräg angeguckt. Oder auch andere schräg angeguckt, wo ich mich immer wundere. Man sieht das dann ja auch in Kommentaren bei anderen Booktubern, wenn man dann durch die Kommentare geht und da wird gerade von einem Buch geschwärmt, das zum 2., 3. Mal gelesen wurde, wie abfällig das manchmal beurteilt wird und das verstehe ich einfach nicht. Ja, ja, verstehe ich einfach nicht. Und dann so als letztes und abschließendes Thema, was ich absolut nicht verstehen kann, ist, wenn sich Leute für ihre gelesenen Bücher im Monat entschuldigen. Also wenn dann Aussagen kommen, ich habe nur 6 Bücher geschafft und es ist echt blöd, ich weiß, ich hätte mehr lesen sollen und es tut mir echt leid, dass es nur 6 Bücher sind. Da kräuselt sich in mir alles, weil es ist hier kein Marathonlauf, es ist hier kein Lesewettbewerb und ach, das finde ich unmöglich. Also das trifft natürlich dann eher hier auf Booktube zu, als im Privaten. Da macht sich keiner Gedanken, wenn er nur ein Buch gelesen hat. Aber das ist so, wo ich einfach nur mit dem Kopf schüttel und denke, du hast doch 6 Bücher gelesen. Das ist eine unglaubliche Menge. Man muss ja mal bedenken, dass die meisten von uns irgendwie in der Schule sind, im Studium stecken, Ausbildung, Arbeit. Und da hat der Tag nun mal nicht 24 Stunden Lesezeit, sondern eben nur eine begrenzte Zeit. Und ich finde, jedes gelesene Buch ist es wert, dass man da irgendwie stolz ist, dass man das gelesen hat. Weil es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf das, was einem die Bücher mitgeben, was sie einem vermittelt haben, ob sie einen begeistern konnten. Und ob mich jetzt 12 tolle Bücher begeistert haben, die man zum Beispiel in einem Monat einfach hat, weil man Urlaub hat oder krank war. Oder ob man dann nur 4 Bücher gelesen hat, wenn einen die 4 Bücher mitgerissen haben. Was ist denn dann verkehrt? Also, ach, ja, dieses Entschuldigen dafür finde ich ganz, ganz schlimm und kann es auch absolut nicht nachvollziehen.
Und ich denke jetzt fast genug aufgeregt. Es gibt natürlich noch so die ein oder anderen Thematiken, gerade so viel Klischee-Denken und Sonstiges, aber darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen. Ich hoffe, ihr habt das Video so als das verstanden, was es von mir gemeint war, und vielleicht geht es euch einfach auch so. Und vielleicht sollten wir alle einfach ein bisschen darauf achten, dass wir nicht immer so kritisch sind mit uns selbst oder auch kritisch mit den anderen, egal ob man dann Zuschauer ist oder andere Booktuber oder was auch immer oder guter Freund von jemandem. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Online-Welt, dass man eben nicht so kritisch ist und nicht so schnell verurteilt, sondern einfach den Spaß am Lesen gemeinsam genießt. Denn dafür sind wir einfach da. Und ich finde das einfach sehr, sehr wichtig, dass wir das einfach auch als das sehen, was es ist. Es ist für die meisten von uns ein Hobby, eine Leidenschaft. Und wenn die in uns brennt, diese Leidenschaft, dann kann die nicht verkehrt sein. Und dann sollte sie auch nicht verkehrt sein. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich etwas Schönes irgendwie schlecht redet oder schlecht reden lässt oder das dann auch noch am anderen so auslässt. Was ich mir denke, steht mir ja absolut frei. Aber auch einfach das untereinander, was dann in Kommentaren passiert, Nachrichten, Facebook oder sonst wie. Ich finde einfach, es gehört da ein gewisser Respekt voreinander da. Und ich weiß, gerade manche Zuschauer, die gibt es bei mir auch, da habe ich das Gefühl, einfach die Anonymität, da denken die, die schützt die und sie können sagen und machen, was sie wollen. Das ist einfach nicht so. Wir sind hier alles nur Menschen und egal, ob wir vor, hinter der Kamera sitzen und auch wir vor der Kamera sitzen ja auch viel Zeit hinter der Kamera und gucken eben auch Videos oder auf Blogs vorbei. Und ich finde, da gehört sich einfach ein ordentlicher Ton und diese ständige über andere urteilen, andere kritisieren. Also, ne, das finde ich unmöglich. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man da einfach mal wieder so einen Umschwung herbekommt und nicht mehr alles so kritisch betrachtet und auch sich selbst einfach nicht kritisch betrachtet, weil das finde ich, es geht hier um ein Hobby, es geht hier im Grunde um nichts, es hängt auch kein Leben davon ab, dass man 20 Bücher im Monat schafft oder dass man nur 2 Neuzugänge hat und nicht der Sub auf einmal dreistellig ist oder was auch immer. Das ist alles so nebensächlich, hier soll doch der Spaß vorne sein. Und bei manchen dieser Aussagen denke ich mir, wo bin ich denn jetzt eigentlich hingekommen? Ganz egal, ob sie mir gegenüber ausgesprochen werden oder ob, also gerade auch dieses Selbstkritische, was man eben bei anderen Menschen beobachtet, wo ich dann immer bei den Kommentaren auch sage und schreibe, hey, stopp, denk nicht so. Und ich wollte mit diesem Vlog einfach mal so meinen Gefühlen, auch irgendwie, wenn sie jetzt nicht ganz so positiv sind, wie ich ja sonst normalerweise bin, aber es gibt eben auch tatsächlich Dinge, die mich mal aufregen, und ich dachte, ja, vielleicht interessiert manchen auch einfach mal die Seite von mir, und vielleicht denkt ihr einfach auch so oder anders oder habt für manche Aussagen auch einfach logische Erklärungen. Ich würde mich wirklich über eine rege Diskussion in den Kommentaren freuen. Vielleicht hat auch jemand anders noch Lust dazu, einfach mal ein Video, ein paar Gedankengänge dazu loszuwerden. Würde ich mich wirklich mega darüber freuen. Und lasst uns freundlich und respektvoll in den Kommentaren miteinander umgehen. Würde ich mich bei diesem Video, also immer freuen, aber gerade bei diesem Video, glaube ich, ist das wichtig. Und ja, sollte sich jetzt irgendwer angesprochen fühlen und vielleicht sich verärgert fühlen, weil ich die Ansicht von ihm, ihr nicht verstehe, dann tut es mir auch wirklich leid. Aber ich möchte damit einfach auch mal meinen Gedankengängen und meinen 5 Fragezeichen sozusagen auch einfach mal in die Welt schicken und meine Gedanken freien Lauf lassen. Und dafür sind ja Vlogs einfach auch mal da. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet irgendwas mit meinen Meinungen, meinen Gedankengängen anfangen. Und wie gesagt, ich würde mich wirklich über Kommentare freuen und lasst mir auch gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr vielleicht öfter mal Vlogs dieser Art sehen wollt. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch das ein oder andere Thema zu besprechen. Und ja, nun würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.